Ninjabytes Production. Und damit herzlich willkommen zu dem weiteren, oder zum weiteren angekündigten Let's Play, und zwar die von Wilson 2 Dark Waters. Ja, das hat sie sich ein bisschen rausgezögert. Eigentlich hätte ich jetzt eigentlich vor am 27.04. gleich die erste Folge raus, also am wahrscheinlichsten Datum. Konnte ich leider nicht machen aufgrund diverser technischer Schwierigkeiten, also es reichte von einem Ton nicht auf, bis ich habe einen schwarzen Bildschirm, der aufgenommen wurde, über das Spiel hat nicht gestartet und so weiter und so fort. Und naja, jetzt müsste es auf jeden Fall klappen. Ich kenne jetzt so den ersten Teil vom Spiel, jetzt sagen wir so 30 Minuten kenne ich, mehrfach, sehr gut, also so gut wie auswendig, aber soll es nicht stören. Und wir stürzen uns nochmal rein ins Abenteuer. Und mit dem Talent Schlösser knacken und dann Dietrich können wir verschlossene Truhen und Türen öffnen. Jo, das kennen wir ja bereits aus diversen anderen Spielen. Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht, von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Hauptquartier der Inquisition und gleichzeitig auch die letzte Bastion der Menschen in der alten Welt. Was ist das denn jetzt hier? Von Bug. Ja. Ist nicht so, als wenn wir viel tun. Ja, guter. So, Kommandant das sehen Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Ja. So, hier sind wir dann jetzt. Ja, wir öffnen einmal kurz das Logbuch und sehen unsere erste Quest, die da heißt, trifft den Kommandanten. Kommandant Carlos will mit uns sprechen. Er wartet auf dem Turm. Das werden wir auch sofort machen. Nur vorher will ich noch einmal kurz eine Ankündigung machen. Und zwar habe ich bei diesen Spielen die Angewohnheit, dass ich alle sammle. Also sowohl Pflanzen wie auch irgendwelche Gegenstände, Statuen, jeden letzten Plunder eigentlich. Und so werden wir dann auch das Spiel jetzt gestalten. Wir werden rumrennen, wir werden hoffentlich alles in der Welt sehen, wir werden alles mitnehmen. Höre es jetzt uns, wem anders oder niemandem, egal. Also wir werden plündern, durch die Gegend ziehen, das eine Art Gebäude ausräumen und dann versuchen, möglichst alles von dem Spiel mitzunehmen. Und wir fangen damit auch, ich würde sagen, gute Vorsätze gleich mal an. Das Logbuch haben wir schon geöffnet. Wir fangen jetzt an, indem wir Wetter. Wichtig. Die
Goldbeutel, oh, dann brauchen wir uns reichlich. Oh. Gork. Genau, den Gork. Nicht zu vergessen, den Gork. Guck ich nochmal einmal kurz was. Einen Moment. Gut, soweit ist alles klar. Dann, ja, das Inventar können wir auch noch kurz öffnen. Dann können wir nämlich schon mal anlegen in die rechte Hand das Offizierschwert. Unsere Hauptwaffe mit 20 bis 40 Schaden. Es ist eine Stichwaffe. Hat Stichwaffen gleich plus 10 und Goldwert von 100. Standardschwert eines Offiziers. Jo. Steht uns, auch wenn wir nur Leutnant sind. In Anführungsstrichen nur. Kiste. Zeige uns, was du beinhaltest. 400 Gold. Okay, gut. Damit sind wir jetzt nach gut 2 Minuten Spielzeit schon weiter als, oder reicher als, ja, danke Juan, als in Risen 1, also im Vorgänger, nach mehreren Stunden. Ist ganz nett, würde ich mal sagen. So, hier, Carlos. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Ja, schon um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Es geht los. Ja, okay, gut, das war dann, das wohl nicht mehr sein Ziel erreichen. Aber wer weiß. Die Überlebenden retten. Genau, vielleicht überlebt ja wer. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Jawohl, Kommandant, wird gemacht. Logbuch öffnen. Untersuche den Strand. Ein Schiff der Inquisition wurde von dem Kraken zerstört. Ich soll zum Strand gehen, um zu sehen, ob es Überlebende gibt. Das machen wir, dass dort eilig ist, werden wir uns auch mal ein bisschen beeilen. Ja, los, rennen. Das ist doch herrlich, wie in der Kurve geht, wenn er rennt. Aber, und Machibere geht hinter uns rennen. Man sieht schon so ein bisschen. Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Sofort. Ja, wie ich gerade sagen wollte, egal ob wir jetzt einen Apfel nehmen oder eine Maki-Beere und uns hier einstecken, wir erhalten Proviant. Nahrungsmittel werden, haben sie also anscheinend zusammengepackt und das dann nur noch als Proviant deklariert, was durchaus das Inventar etwas übersichtlicher gestalten sollte. So, wir sind am Strand, man erkennt nichts. Nö, dann gehen wir von links nach rechts, würde ich sagen, und so durch so den ganzen Strand. Seestern? Von mir? Nein, okay, gut. Also, merke, den Seestern können wir nicht öffnen, aber dafür in diese Kiste. Und sie enthält eine Fackel, Proviant und 10 Kugeln. Gut. Kugeln, ja, das ist eine Neuerung im Vergleich zum Vorgänger. Es gibt Schusswaffen. Wir werden die auch durchaus einsetzen. Ich hoffe, die sind zu was zu gebrauchen. Gleichzeitig werden wir natürlich auch ein bisschen Schwert noch skillen, so für kleinere Sachen, das wo es sich vielleicht nicht lohnt. Weil diese Munition, die werden wir kaufen müssen immer wieder. Und 10 Schuss sind, ehrlich gesagt, nicht viel, vermute ich mal. Und damit uns ja nicht die Goldkosten explodieren, werden wir dann ein bisschen Schwert aufskillen. Aber ich will so eher auf Schusswaffen gehen. Und, das zeige ich auch gleich noch, was wir eingepackt haben. Charaktermenü. Voodoo, ja, es gibt ja drei Fraktionen in Risen 2. Einmal die Inquisition, dann die Piraten und die Eingeborenen. Ist also ein bisschen angelehnt an Amerika vor ein paar Jahrhunderten. Und das mit dem Voodoo finde ich auch sehr interessant. So, ja, da werde ich jetzt nicht irgendwie noch was groß sagen, das werden wir im Laufe des Spiels sehen. Da versuche ich ein bisschen was zu machen, weil ich es interessant finde und auch die Feuerwaffen. Aber wir schauen erstmal und erstmal, bevor wir irgendwas anderes machen, wenn wir jetzt diesen Strand durchsuchen, gucken, ob wir irgendwelche Überlebenden finden. Aber das Wetter ist auch so schlecht, man sieht überhaupt gar nichts. Ist ein bisschen Wasser. Am Strand geht's aber. Gut, wir werden mal sehen. Oh. Ach, da ist wer. Eine Frau. Ach. Ach nee, ach, guck mal an, die Patty.
aus dem letzten Teil zum Piratenbraut. Hat dann. Ja, hat aber auch einiges verlernt anscheinend. In Sachen Selbstverteidigung. Na gut, okay, also ich kann auch ein bisschen draufhauen. Ist immer nicht ganz verloren schon etwas. Jo! Genau, die Quest rette Patty, das werden wir machen. Aber ich will nicht parieren. Ich will angreifen. So, dann wohl die ganz mal die andere Auffassung sein. Ja. So. Oh, ja, gut. Sandteufel 1 ist tot. Sandteufel 2 folgt dann hoffentlich bald. Und der letzte Sandteufel. Jo. Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Auf keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanen aus stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hatten noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt Carlos, du brennst! Schnell! Lösch dich! Haare brennen noch so gut, nur so weniger. Bleib nur liegen. Ich kümmere mich mal wieder um die Angelegenheiten hier. So. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das nicht? Doch. Sehr wohl. Sehe ich. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Ja, immer doch. Sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Lass uns trainieren. Männer, so. Aufgepasst! Es gibt einen Kampf. Los da! Ich mach dich fertig, Severin. Böse. Wend nicht in die Richtung. Hallo, oh, da ist ein Gegner. Warum schlägst du nicht? Oh, das hat wehgetan. Los da! Das ist taktisches Abwarten, Jungchen. Das haben wir euch gesagt vorher. Ich will ihn ausrauben und enthalten. Okay, gut. Ja, das war's dann. Severin, was bist du da?